Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13 im Attitude Era Modus. Wir sind bei den Spezialszenarien angelangt und beim letzten Mal haben wir uns ja bereits diesem Match hier gewidmet. Godfather und Mark Henry gegen The Legion of Doom. Allerdings sind wir immer wieder sang- und klanglos untergegangen, denn die anderen, die Road Warriors, die dürfen ja nicht wechseln. Die dürfen also nicht den, beziehungsweise Animal darf nicht seinen Tag-Team-Partner reinbringen. Ja, bisschen blöd, kann man nicht ändern, wieso könnte ich das eigentlich gerade so spät erst überspringen, naja, wie auch immer, kann man nicht ändern, müssen wir jetzt eben nochmal versuchen, wir spielen jetzt also zuerst mal Mark Henry, wechseln auf den Godfather und müssen Animal so schnell wie möglich platt machen, das ist so, ja, das Ziel, ne, also zuerst, ja gut, zuerst schwächen wir ihn mal ein bisschen, ja, genau, mit so mit so einem Wahnsinnsangriff hier. Ja, wenn Mark Henry sowas macht, tut das bestimmt super gut. So, hier kommt wieder der... Oh! Okay, doch nicht. Eigentlich sollte jetzt der unglaublich geile Move von Mark Henry kommen, aber da hat Animal geblockt. Und dann kommt er mit einem Bulldog an, der spaßt. Naja, ich bearbeite ihn jetzt zuerst mal ein bisschen mit Mark Henry hier. Und danach wechsle ich auch relativ schnell... Sehr wahrscheinlich schon auf den Godfather. Ach, hier kommt wieder die ewig lange Sequenz da. So, und jetzt noch zweimal. Und dann haben wir's. So. Was ich auch interessant fand, die mit ihrem... wie heißen die? Titantrons. Mark Henry beispielsweise. In seinem Titantron hat man The Rock gesehen und da stand Rocky, weil das eben der... Das Titantron der Nation of Domination war. Da war der Rock ja drin. Das ist auch irgendwie komisch oder blöd, wie auch immer. Dass jemand reinkommt und du siehst in diesem Titantron wen ganz anders. Ist ja auch bei Primo und Epico so. Wenn Epico, beziehungsweise wenn Primo reinkommt, steht da trotzdem zuerst mal Epico, was ziemlicher Bullshit ist eigentlich. So, bearbeiten wir den guten Animal hier mal. Mit seinem Pferdeschwänzchen. Und den ballern wir jetzt... Oh, eigentlich wollte ich den... Na, egal. No, doch kein Konter. Du Arsch. Na, scheiße. Nein. Okay, da können wir... Oder? Ja, ja. Hätte ich auch können sofort... mal wieder das Ziel verfehlt. Rückkampf also bitte. Bitte ein Rückkampf. Das muss man eben vermeiden, dass der einen da in die Ringecke reinschmeißt. Weil, sonst wird eben sofort getaggt. Das gleiche mache ich jetzt mal. Ich tag auch direkt den Godfather rein. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir sowieso den Finisher und den Pin mit dem Godfather machen müssen. Und nicht mit Mark Henry. Deswegen baller ich den jetzt mal hier rein. Oh, scheiße. Scheiße. Ah, komm schon, lass mich mal kontern. Ah, fuck, das gibt's ja gar nicht. Rotz. Haha, ja, jetzt habe ich auch mal gekontert, obwohl das RT noch gar nicht da stand. Manchmal ist es echt komisch mit dem Kontern. Man drückt RT, wenn es da steht und es funktioniert nicht. Und manchmal drückt man es, wenn es überhaupt noch gar nicht da ist und dann funktioniert es und keine Ahnung. Mist, aber irgendwie klappt das hier gerade nicht so. Der macht uns ja ganz schön fertig, dieser Animal. Ja, diesmal habe ich es mal wieder verpasst zu kontern. Ja, und erneut verpasst zu kontern. Bitte nur nicht wechseln. Du darfst machen, was du willst, nur nicht wechseln, Animal. Ja, momentan hat er dazu natürlich auch überhaupt keinen Grund, denn er dominiert uns ja sozusagen hier. Ach, schon wieder ein Konter. Was geht denn ab mit dem? Ja. Ich habe irgendwie gerade Glück mit den Kontern. Ah, stimmt, der schmeißt ihn ja immer nur einfach so rum. Auch ganz cool. Schon wieder ein Konter von dem, ey. Was geht denn ab? Und irgendwie macht er die Angriffe immer so spät. Alter, was ist denn mit dem Godfall? Was ist das für ein Noob? Hier, jeder Angriff wird gekontert. Und der hat jetzt schon eine Platzwunde, Alter. Was geht denn ab, Alter? So, da kommen wir aber natürlich ohne Probleme raus. So muss das sein. So, aber jetzt ist doch mal gut, Alter. Der kann doch nicht jeden Angriff kontern. Was für ein Rotz ist das denn? Schon wieder... Hä? Was soll denn das? Aha, jetzt kann ich echt mal überhaupt einen Angriff setzen. Ja, Pin hätte keinen Sinn ergeben. Weil wir ja noch den Pimp Drop ausführen müssen.
Also den Finisher. Und bevor wir den nicht machen, müssen wir hier auch keinen Pin ansetzen. Aber das Gute ist, wahrscheinlich sobald wir einmal den Pimp-Drop gemacht haben, dann können wir auch direkt covern und gewinnen. Hoffe ich zumindest mal. Ich hoffe mal, dass der dann da nicht nochmal rauskommt. Das wäre ich ein bisschen scheiße. Ah ja, der Angriff, den kennen wir auch schon vom letzten Mal. Ja, da wollte uns Hawk angreifen. Aber das ging schief. Der hat uns dann nicht erwischt. So, sehr schön. Jetzt konnte er da nicht mehr so viel. Das passt mir sehr gut. Ja, ich will das jetzt mal schaffen. Ich will keine drei Parts brauchen, um hier ein Match abzuschließen. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das Match dauert ja bisher erst 5 Minuten. Beziehungsweise der Part. Geh nochmal weg, Chiri. So, und nochmal voll auf die Fresse. Immer mitten in die Fresse rein. Dum, dum, dum. Jetzt muss ich immer daran denken. Einmal gesagt, jetzt muss ich immer dran denken. Oh, scheiße. Wenn ich jetzt... Oh, super, toll. Doch, neu starten. Ah, oh, das ist so kacke. Dass der dann immer direkt wechseln will hier, dieser scheiß Spasti da. Na, komm, bam, Junge. Wow. Jetzt fängt er hier noch an zu ruckeln. So, jetzt machen wir direkt mal wieder einen Tag hier. So, wieder der geile Double Move Angriff hier von den beiden. Kennen wir ja schon. Haben wir schon ein paar Mal gesehen. Mark Henry steht dann immer im Weg nach dem Teil. Immer noch. So, jetzt aber. What the fuck? Also dieser Godfather sieht ja schon aus, als wäre er übel stark und teilt ja auch eigentlich ordentlich aus. Aber was da eben los war mit diesem ständigen Gekonter. Wahnsinn. Immer mit diesem Umschmeißen. Ah, jetzt kommt wieder dieser geile durch den Ring drehen und Schmeiß-Move, ey. Der ist awesome. Der ist echt geil. So, jetzt steht er wieder auf. Helfen wir ihm mal gerade noch. Aber nur ihm direkt danach volle Pfund aufs Maul zu geben. Aber ordentlich volle Pfund aufs Maul. Ah, jetzt kontert er, okay. Jetzt kontert er. Nein! Vergiss es! Alter Falter. Das war eng. Also schmeißen wir ihn erstmal wieder in den in die andere Seite des Rings. Aber das ist wirklich total blöd, dass der da... dass man verloren hat, wenn... Ups, das wollte ich nicht, sorry. Na, egal. Dass man verloren hat, wenn der taggt. Also, das ist totaler Schwachsinn, meiner Meinung nach. Das ist echt scheiße. Naja, wie auch immer. Jetzt kommt er auch noch mit dem Konter an hier. Scheiße. Scheiße. Wahrscheinlich läuft er jetzt direkt zu seinem Partner. Nee, doch nicht. Boah, wie soll ich denn da ausweichen, Alter? Wie soll man denn da kontern? Das geht ja gar nicht. Das muss ich auch dazu sagen, dass der Godfather lang braucht, bis er mal den Finisher bekommt. Also jetzt, gut, jetzt haben wir noch nicht lange gekämpft. Aber sonst, wir hatten ja schon mal hier mit dem Godfather schon da relativ lange gekämpft. Ja, super, jetzt können wir gerade wieder neu starten. Also wenn ich in diesem Part das Match nicht schaffe, dann werde ich es nicht mehr machen, weil ich keinen Bock habe, da hier drei Parts mit zu verschwenden. Und ja, so wichtig ist mir der Godfather dann auch nicht. Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal in Angriff nehmen. Nur um hier den Godfather freizuschalten. Ich ehrlich gesagt keine Lust zu, mir dieses blöde Match dazu geben, mit dem der nicht wechseln darf. Ach nee, das ist... Ah, okay, wenn ich so einen Angriff mache, ja, dann taggt er nicht, sehr gut. So, jetzt wieder immer mitten in die Fresse rein. Übrigens ein sehr geiles Lied von den Ärzten, der Schunder-Song, wie ich finde. Ärzte ist sowieso eine richtig geile Band. Das neue Album fand ich nicht so gut. Aber ansonsten, richtig geile Band. War auch schon mal auf einem Konzert. Die waren schon mal im Saarland. Da war ich dann auch. Also wirklich, Ärzte, eine richtig geile Band. Aber ja, wie gesagt, das neue Album finde ich jetzt nicht so pralle. Ist das noch Punkrock, finde ich ganz gut vom neuen Album, aber ansonsten auch hier dieser Captain Metal oder wie er heißt, das finden noch viele gut, oder Männer und Frauen, gefällt auch vielen, also ich finde es. Sorry Leute, das Ding ist abgeschmiert und jetzt müsste eigentlich ein Teil fehlen von Fraps. Weil irgendwie war die letzte Fraps-Datei beschädigt. Also ein Teil des Videos müsste irgendwie fehlen. Tut mir leid, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Und er wechselt schon wieder. Oh, Leute. Also ja, weiß jetzt nicht, ob
gerade der Teil rausgeflogen ist, in dem ich das gesagt habe, aber falls ich das in diesem Part nicht schaffe, dieses Match, dann ist Feierabend. Also dann werde ich dieses Match nicht spielen, dann werde ich mir einfach die anderen Einzelspieler, sage ich schon wieder, die anderen Spezialszenarien vornehmen und nur die machen und das hier einfach überspringen sozusagen. Das geht ja ohne Probleme, weil ich einfach zum Kotzen finde, dass sie nicht wechseln dürfen, also das ist der letzte Scheiß. Von daher mache ich es einfach so. Also jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier den irgendwie noch down bekommen und irgendwie das hier schaffen. Möglicherweise auch mit ein paar Kontern. Ja, es war irgendwie nicht so schlau gerade. Scheiße. Ich wollte eigentlich oben auf den Ring drauf, aber das hat nicht funktioniert. Scheiße. Ah, fuck. Wenn er mich jetzt da reinkickt in die Ringecke. Nee, macht er nicht. Schöner Konter vom Godfather. So, dann schauen wir mal, was der da so bringt. Oh ja, schön. Das ist doch ein schöner Move. So, und ab hinterher. Bam! Und jetzt wieder mitten in die Fresse rein. Die was kennen. Jo, muss ganz ehrlich sagen, dass mir das Match jetzt auch ziemlich auf den Keks geht. Mal schauen. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, diese Attacke ist irgendwie schon geil. Beziehungsweise allgemein diese Attacken, die so lange dauern. Jetzt kontert der auch noch. Wie soll man das denn bitte kontern? Das geht gar nicht. Der ist so... Jetzt geht mir das Programm aber echt auf die Nüsse. Schon wieder abgeschmiert gerade. Jetzt kontert der auch noch. Geht irgendwie auch noch auf die Nüsse. So, ah, fuck. Komm, jetzt aber mal hier. Ah, sehr schön. Ein Konter vom Godfather. Und ein Suplex vom Godfather. Gegen Animal. Na, fick dich doch, Spasti. Rotz. So, jetzt aber. Bam, Junge. Jetzt schmeißen wir ihn mal wieder durch den Ring, du. Das ist echt ein komischer Angriff. Naja. Nein, doch nicht dahin. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Nicht in die andere, nicht in diese Ringecke. Das ist schlecht. Schmeißen wir ihn lieber mal in unsere Ringecke. Da steht er doch wesentlich besser. Und jetzt mit einer Laufbahn. Hallo. Aha. Jetzt macht das. Irgendwann muss der sich auch mal eine Platzwunde zufügen bekommen. So viele Schläge, wie der immer in die Fresse bekommt. Aber dieser Animal ist scheinbar hart wie Stein. Oder der Godfather ist schwach wie Scheiße. Nein. Okay. Das war's damit. Ja, machen wir das Match nicht. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann, was nehmen wir dann in Angriff hier? Edge, glaube ich, kommt dann. Ja, genau. Beim nächsten Mal, also dann Edge. Bis dahin, tschüss.